Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base und Heureka, kein Strom, keine Energie. Nein, Heureka deswegen, ich hatte endlich mal ein, zwei Stunden Zeit, das Spiel offscreen ein bisschen zu spielen und auch da habe ich einiges festgestellt, gelernt, auch dank euren Kommentaren. Ja, ich kann das Spiel jetzt. Nein, das wäre übertrieben gesagt, aber jetzt zurück nach hier. Es läuft ja gar nicht schlecht, aber ja, wir haben keinen Strom, das heißt wir werden jetzt als erstes mal... ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo das gleich noch mal war. Beim Netz. Deaktivieren. Alle nicht lebensnotwendigen Strukturen deaktivieren. Das kennt man von Star Trek. Die lebenserhaltenden... wie heißen die da? Die lebenserhaltenden... Dinger abstellen. Nee, nicht abstellen. Die laufen lassen. Jetzt fällt mir nicht ein, wie das heißt. Ich habe schon lange nicht mehr Star Trek geguckt, leider. Was für eine schöne Serie. So, jetzt läuft hier nur, was laufen muss, damit sie nicht abnibbeln. Das ist natürlich schlecht, denn jetzt wird in der Zeit wird nichts an Essen produziert und so weiter. Aber wir müssen das jetzt halt erstmal so machen. Das ist alles leer. Ah, hier sind die Sachen kaputt. Okay, und wir haben wahrscheinlich nicht in rauen Massen. Ja, Ersatzteile, okay. Ich muss mich hier erst nochmal kurz rein... finden, was wir hier alles haben. Wir haben eine Fabrik, also wir machen hier eigentlich Ersatzteile, würden wir machen, wenn wir könnten. Dafür brauchen wir Bioplastik, Eisen, das haben wir alles und einen Ingenieur. Wir haben wahrscheinlich zu wenig Leute, nehme ich mal an. Listen hier oben. 5, 5, 5, 2, 6, ja, wir brauchen Nachwuchs an Leuten. Jetzt ist ein bisschen doof. Ich bin jetzt hier aus dieser Map fast ein bisschen raus, nachdem ich die andere eben angefangen habe, um mal zu gucken, was man hier denn alles eigentlich machen muss. Netz, 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 F4. Wir aktivieren hier mal wieder. Hier. Denn hier dreht sich's. Wir haben Luft, also Wind. Das hier ist aktiviert. Da muss ich mal ganz schnell gucken. Die Landeerlaubnis. Die war hier. Okay, die dürfen alle kommen, das ist gut, würde ich mal sagen. Ich habe mir dann auch angewöhnt... Oh, kein Wasser. Aha. Warum habt ihr denn kein Wasser? Ja, wahrscheinlich, weil hier halt alles außer Betrieb war. Wir müssen dafür sorgen, dass sie mehr Strom haben. Ja, genau. Also wird jetzt hier was mal als erstes gebaut in Sachen Strom. Und zwar ein Solarmodul, ein großes. Haben wir so viel Eisen? Nein. Wir machen mal zur Not... Beziehungsweise, weil wir im Moment nicht besser können. Ein kleines. Das aber bitte möglichst schnell. Priorität hoch. Okay, dann lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Hier die Kajüte. Ja. Leute, ihr müsst wieder bauen. Was haben wir denn hier noch? Ein Sauerstoffgenerator. Okay, und hier haben wir ein großes Solarmodul. Okay, jetzt bauen wir hier hinten nochmal eines. Das würde ich dann glatt... wieder abreißen. Dafür nochmal einen Kollektor hinstellen. Jemand, der sammelt. Und da wurde empfohlen, mach große. Dann mache ich mal große. Ich denke, wo die stehen, ist egal. Vielleicht ist es aber doch nicht doof. Nee, ich mache das hier unten, wo die anderen alle auch stehen. Das ist, glaube ich, sinnvoller. So, das Ganze ist halt irgendwo... Was bist du? Ein Handelsschiff. Okay, brauchen wir irgendwas? Eigentlich brauchen wir Strom, das können wir aber nicht kaufen. Lebensmittel haben wir auch nicht im Übermaße. Da kann ich auch noch was sagen dazu. Wir nehmen mal zwei. Ne, da kriegen wir mehr. Für so viele Medikamente. Da können wir anders zuschlagen. 47. Nehmen wir noch Münzen dazu. Eine wieder weg. Dann haben wir 49 zu 50. Das ist okay. Handeln. Das wird jetzt hier gebracht. Okay, Einzelteile hätten wir noch kaufen können. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber wir brauchen erstmal die Leute. Und erst brauchen wir mal noch den Strom und. Was haben wir hier? Wir haben hier zu wenig Sauerstoff. Okay, deswegen bauen wir hier den Generator. Mhm. Eben wie gesagt, ich muss mich hier echt erst wieder reinfuchsen in diese Map, nicht ins Spiel. Aber... Wir haben das halt auch ein bisschen doof gebaut, auf Deutsch gesagt. Also ich habe es natürlich doof gebaut. Doof? Ne, doof ist es nicht mal. Es ist einfach, ja, zu wenig koordiniert. Die Leute haben zu lange Wege. Die laufen sich ja den Wolf. Oh, um was zu.
um was zu machen. Das ist nicht effizient, das Ganze. Aber jetzt ist es nun mal so, jetzt gucken wir, ob wir so weiterkommen. Das müsste eigentlich, denke ich mir, schon klappen. Was haben wir denn an Leuten? 18 Leute, okay. Das heißt, wir müssen, ja, wir sind sowieso dran mit dem Sauerstoff hier unten. Ich lasse mal schneller laufen. Krankenstation hat keinen Sauerstoff, weil die wurde gerade übelst beschädigt von einem Meteoriteneinschlag. Die kann keinen Sauerstoff haben. Aber wir brauchen Ersatzteile. Sobald ein Handelsschiff landet, wo ist denn hier das Problem? Ah, jetzt werden Ersatzteile gemacht. Okay. Das Problem kann sein, wir haben kein Eisen oder wir haben... Achso, das ist der Metalldetektor. Moment, hier müssen sie mal... Wir haben kein Bioplastik oder wir haben kein Metall. Ich mit meinem Eisen. Das haben wir aber beides, aber wahrscheinlich haben wir zu wenig Ingenieure. Was haben wir denn eingestellt? Hier war's. Ingenieure. Brauchen wir mehr. Sanitäter haben wir. Arbeiter, okay, aber wir brauchen natürlich auch Arbeiter. Wir brauchen von allen. Also lassen wir es mal so. Gucken, was uns da gebracht wird. Jetzt wurde irgendwas gebaut. Hier hinten, sehr schön, das steht. Sauerstoffgenerator klein ist noch am Üben. Den priorisieren wir mal. Ah ja, reicht halt immer noch nicht. Und ich kann auch sagen, warum es nicht reicht. Weil hier die beiden, das Solarmodul und die Windturbine sind defekt. Die müssen wir dringend reparieren. Dafür müsst ihr hier dringend mal... Bist du ein Händler? Nein, Kolonistenschiff. Schnell langsamer machen, weil ich möchte sehen, was das für Leute sind. Na? Du bist Biologe. Wir brauchen Ingenieure. Da kommen Biologen. Noch ein Biologe. Einiges bisschen. Okay. Dann können wir jetzt hier aber eigentlich die Biologen mal runterfahren. Die Ingenieure hoch. Die Arbeiter auch. Machen wir es mal so. Strukturen haben keine Energie. Hm, das ist ganz schlecht. So, wieder Vollspeed. Wir können nichts machen ohne Ersatzteile. Wir müssen hier zu Ersatzteilen kommen. Und jetzt haben wir hier nicht mal mehr Energie. Die können nicht mal mehr Ersatzteile bauen. Ganz, ganz behämmert. Ja, wegen dem Essen. Da kann ich noch dazu sagen, wir haben kein Essen mehr. Genau. Da kann ich noch dazu sagen, ja, wir haben auch zu wenig Biologen. Okay. Jetzt gehen die Probleme richtig los. Diese Essensfertiger. Je nachdem, was man hier anbaut, gibt das verschiedene Menüs. Also da kann man bis Burger und Salate und so weiter hier rauslassen. Das kommt immer darauf an, was man an Rohstoffen hat. Und man muss ein bisschen darauf achten, dass man von allem etwas hat, denn die können sonst an Mangelernährung erkranken. Und dann landen sie hier hinten. Und hier haben wir noch nicht mal einen Medizinschrank. Moment. So, jetzt haben wir dann gleich einen. Kommt schon bald wieder ein Schiff. Ah, keine Energie. Okay, es wird aber Tag. Das heißt, da kann das Solarmodul und das hier hinten, die können arbeiten. Kein Strom. Mach mal, bring mal Leute hier. Wir brauchen dringend Leute. Wie viele Leute haben wir jetzt? 20, okay. Ich kann schneller laufen lassen. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ich frage mich dann immer, warum gibt es hier sozusagen die Realtime, wenn die nichts nutzt. Man kommt ja nicht vorwärts. Da hätte man sich das eigentlich schenken können. Oder die Realtime sozusagen beschleunigen. Dass halt die in der realen Zeit schneller vorwärts kommen. Sonst ist das hier ein bisschen komisch gelöst. Sonst ist das eigentlich hier gar nicht so schlecht. Wir brauchen dringend Ingenieure, damit die hier die Ersatzteile herstellen. Oder ein Handelsschiff, das Ersatzteile bringt. Sonst werden die beiden Sachen hier nicht repariert. Und wenn die nicht repariert werden, haben wir jede Nacht dasselbe Problem. Dass wir nicht genug Energie haben. So, jetzt. Handelsschiff. Was handelst du? Das ist jetzt ein Scherz. Keine Ersatzteile? Nein! Freiberuflicher Allgemeinhändler. Ich jage dich gleich zum Teufel. Genau das, was wir brauchen, hat er nicht, der Vogel. Okay, den entlassen wir. Der kann wieder gehen. Bauen wir denn irgendwo... Ja, hier, den Kollektor. Den priorisiere ich auch mal. Ich weiß jetzt nicht, was hier von den beiden Sachen dann wirklich priorisiert wird.
Medizinschrank wurde gebaut, gut. Das ist schon mal schön zu hören. Wir drehen mal, jetzt ist hier Windrad ganz putt. Das gibt wieder eine schöne Nacht. Eieieiei. So, und dieses Nach- und Nachbauen, das ist halt auch wirklich ein guter Tipp gewesen. Sie kommen sonst nicht mehr hinterher. Dann bauen sie, irgendwann bauen sie gar nichts mehr. Und das hier unten, das hier, das ist nicht eine kaputte Leitung anscheinend, sondern ein Grafikbug. Gibt's auch. Aber besser wie eine kaputte Leitung, würde ich mal meinen. So, wir sind immer noch auf Highspeed. Wir haben halt immer noch hier die Schlafstätte statt der Kajüte, die wird hier gebaut. Die kann ich jetzt aber nicht auch noch priorisieren. Aber hier können wir natürlich noch ein paar Sachen dazu kaufen. Und zwar, ich hätte mal gerne niedriger Wartungsbedarf, Stärkehaltung. Haltig, das klingt schon mal gut. Dann noch mal ein paar Tomaten. Rettich haben wir noch nicht. Nehmen wir auch mal, wegen der ausgewogenen Ernährung. Noch ein Reisfeld, das kann auch nicht schaden. Denn wenn wir schon ein Biotop haben, oder ein Biodom, Biotop, dann sollten wir das auch ausnutzen. Nochmal Salat. Okay. Tomatenfeld wurde gebaut, das geht schon relativ schnell. Jetzt müssten wir hier langsam in die Gänge kommen dann, was den Strom angeht. Falsch. Ja, man sieht schon die Energie. Wasser, das passt. Sauerstoff passt auch noch. Da kommt ein Schiff. Das ist ein Kolonistenschiff. Die sind vielleicht schnell. Okay, das ist ein Arbeiter, der geht eh gleich schnurstracks in die Mine. Und das ist ein... Aha, endlich ein Ingenieur. Sehr schön. Machen wir gleich wieder schnell. So, du könntest jetzt hier hinten eigentlich... Nein, doch nicht. Kann er nicht. Was machst du denn? Du musst nicht Sachen... Wo geht er denn jetzt hin? Der kommt an und isst erstmal was. Die arbeiten. Heiliges bisschen. Gab's da im Raumschiff drin nichts zu futtern? Was ist das denn? Untätig ist er jetzt. Auf dem Weg zur Kantine. Er möchte schon wieder essen. Untätig. Auf dem Weg. Untätig. Okay, Reisfeld. Ja, ja. Auf dem Weg zur Fabrik. Okay, jetzt... Nee, doch nicht. Mach hinne und mach Einzelteile. Ah, ich kann dem nicht mehr zusehen. Der ist jetzt schon einen halben Tag da und hat noch nicht einen blöden Einzelteil, ein blödes Einzelteil gemacht. Handelsschiff, so. Einzelteile, okay. Wir brauchen sicherlich, ich würde mal sagen, 3 Stück brauchen wir. Nur wir haben nicht viel, was wir hier... offerieren könnten. Wir machen es mal so. Dazu... Ne, das war eine Münze zu viel. 2 Münzen. 65, 65. Handeln. Dann haben wir wenigstens Ersatzteile hier für die... für das kaputte Windrad und für das kaputte Solarmodul. Dann müsste das eigentlich mit den heilen Dingen hier oben halbwegs wieder zum Passen kommen. Sauerstoffgenerator wird halt auch nicht wirklich schnell gebaut, obwohl wir den dann langsam aber sicher mal brauchen würden. Wir brauchen natürlich noch einiges. So ein Bett können wir dann wegnehmen. Da brauchen wir aber erst die Kajüte. Es geht nicht anders. Jetzt wird hier ordentlich Essen geerntet. Das ist gut. Jungvenöse Nahrung, Mahlzeit. Jawohl. Das ist schon mal besser als auch schon. Haben wir hier noch Platz für was? Nee. Wo haben wir denn? Hier haben wir die zweite Kantine. Wir haben 3-mal Obst, also 3-mal Gemüse und 4 Mahlzeiten. Das heißt, wenn wir hier Obst und Retortenfleisch in rauen Massen haben und hier keine Mahlzeiten, dann brauchen wir wieder solche Essensfertiger. Okay. Macht hier mal einer Ersatzteile, oder? Ah, hier wird geschweißt. Die müssen halt sogar die Sachen warten, die keine Kennzeichnung haben. Trotzdem, damit die nicht kaputt gehen. Aber jetzt, immerhin, das Windrad funktioniert wieder. Dafür sind die beiden defekt. Und wir haben wieder keine Ersatzteile mehr. Ich hoffe jetzt aber doch schwer, dass hier dann irgendwann mal gearbeitet wird. Ich weiß nicht, packt das? Ich nehme mal die Priorisierung weg, mache sie wieder hin. So, und jetzt? Vielleicht kommt dann irgendwann mal ein Ingenieur. Haben wir es denn? Ingenieur. Wir haben
6. Wir brauchen dringend mehr. So, wir machen es mal so. Vielleicht kommt da gleich schon einer. Schnell runter, damit ich sehe, was du für einer bist. Ein Ingenieur, sehr schön. Okay, gut. Schneller stellen. Leider nur einer, aber immerhin. Da, die hier muss auch repariert werden. Jungs, das ist ja sehr schlecht, was hier an Zustand herrscht, steht da. Und denen glaube ich das. Hm, ja, es ist... Ja, es sieht jetzt fast wieder ein bisschen so aus, als stände das Ganze auf der Kippe, aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich jetzt. Wir müssen dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben. Wenn die ganze Energie hier wieder funktioniert, also die Module und so weiter, dann werden auch die Speicher, die Kollektoren wieder gefüllt. Der ist hier in Arbeit. Und den haben sie jetzt gebaut. Sieh an. Okay, das ist schon mal gut. Dann können sie tagsüber mehr sammeln. Haben wir noch irgendwo ein weiteres Windrad? Nein. Brauchen wir's? Ich guck mal schnell. Nee, aber jetzt wird der Sauerstoff langsam. Knapp. Verbraucht 80 und produziert 182 Kilowatt. Das müsste eigentlich reichen, um über die Nacht zu kommen, wenn wir das sammeln können. Und das können wir. Wir haben jetzt 4 Kollektoren. Ein Händler, der hat nochmal Ersatzteile. Brauchen wir welche? Eigentlich ja. Wir nehmen nochmal 2. Heilpflanzen. Noch ein bisschen Stärke dazu. Ach, brauchen wir nicht mehr. Doch, da können wir noch mal einen nehmen. 63, 70. Ich wollte den wegnehmen. Moment. 65, 63. Noch 2 Münzen. Geht nicht. Wegen der Kommission. Geht auch nicht. Okay. Dann machen wir 2 Verlust. Ist egal, wir brauchen die Ersatzteile. Hier hinten ist schon wieder was im Eimer. Und unsere Robbys, die brauchen natürlich auch Wartung mit Ersatzteilen. Sonst, wenn die kaputt sind, dann, ja, dann machen sie nicht mehr viel Sinn. Dann fahren sie nicht mehr fröhlich in der Gegend rum. So, ihr seht schon, das ist also hier mit Highspeed, das geht eigentlich problemlos. Gut, was hier nicht schlecht ist, ist, dass hier gleich die Schleuse ist, wo der Landeplatz ist. Und das Lager ist auch gleich um die Ecke. Da müssen sie nicht... Weiß ich nicht, wohin laufen, um das einzulagern. Was fehlt denn hier noch? Bioplastik. Wir haben Bioplastik. Ah, da kommt doch der Bioplastik. Sehr schön. Da kann das der Nächste, der kommt, hochziehen. Robotikeinrichtung, wisst ihr was? Die werden wir mal deaktivieren fürs Erste. Die braucht nur Strom. So, sehr schön. Okay, jetzt hier dann noch bitte den Schacht. Genau. Jetzt müsste das Ganze hier in Gang kommen. Okay. Haben wir noch genug Wasser? Denn die brauchen natürlich Wasser hier. Aha. Verbraucht 7,5 und produziert 7,06. Das ist überladen. Das ist schlecht. Dann müssen wir hier nochmal Wasser bauen. Sonst, also ein Kollektor. Sonst endet das dann eher schlecht. Großen? Ja, 2 Eisen, das können wir uns leisten. Wo machen wir dich hin? Mal hier hinten. Hier, diese Verbindungen kosten natürlich auch immer. Da war doch gerade ein Schiff da. Hat das noch jemanden gebracht? Ah, der ist wieder zu schnell. Hier unten ist er. Moment, ich möchte... Jetzt versteckt er sich, jetzt geht er wieder zurück. Ein Ingenieur. Okay, dann müsste das doch jetzt langsam hier in die Gänge kommen. Mit unseren Ersatzteilen. Würde ich da mal hoffen. Verbindung wurde gebaut. Ja, jetzt klappt das langsam. Okay, was haben wir hier hinten? Genau. Ah, die Kajüte ist im Bau. Beziehungsweise die ist gebaut. Gut, dann machen wir hier die Betten rein. Das mache ich jetzt mal ein bisschen frickelig, damit ich hier wirklich das Maximum reinkriege. Denn hier tanken unsere Bewohner auch noch Moral. Also die schlafen nicht nur, die tanken auch Moral. Und im Schlafsaal schlafen sie nur. Warum? Keine Ahnung. Passt genau nicht hin. Okay, hier ist eh die Tür. Das kann da nicht hinpassen. Aber jetzt könnten wir hier hinten, wenn wir irgendwo ein freies Bett haben, kann ich das recyceln? Da liegt jemand drin. Jetzt liegt er nicht mehr drin. Puh, wie gemein. Dafür haben wir wieder ein Bioplastik. Das ist doch auch schön. Ja, okay, ich denke, ich kann mich nur wiederholen. Wir sind auf keinem schlechten Weg, auch wenn das Ganze sicherlich nicht perfekt gebaut ist, eben von den Wegen her. Aber
Es läuft. Wir haben wieder Essen. Mit den Ersatzteilen müsste es dann auch mal irgendwann langsam zum Klappen kommen. Sonst werden wir halt noch mal ein paar Ingenieure importieren müssen. Geht nicht anders. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Und ja, dann machen wir weiter. Genau. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.